Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 2. So, wir sind am Erkunden und zwar auf dem Titan Uraya. Den haben wir ja in der vorletzten Folge, glaube ich, sind wir hier angekommen und müssen jetzt so ein bisschen Missionen machen. Und wir müssen, glaube ich, dort oben hoch, wenn es mich nicht täuscht. Also das Radar zeigt auf jeden Fall dort oben hin. Hauptquest, Storyline geht dort weiter. Und ich bin echt gespannt, was uns dort erwartet. Ich glaube, das ist ein Söldnerauftrag oder sowas. Genau, dann würde ich sagen, ich mache das Bildmachgerät mal an und wir schauen, wie sie weitergeht. Servus, Leute. So, ich hoffe mal hier, wir kommen hier normal durch, ohne dass wir hier permanent angegriffen werden. Die sehen aber recht in Ordnung aus. Dort unten ist auf jeden Fall wieder so eine komische Blume. Die sind ganz schön stark, muss ich sagen. Und ich will aber jetzt mal schauen, ob wir nicht hier die Sammelstelle oder den Sammelpunkt looten können. What have we here? Looten und leveln, Leute. Fisch. Okay. Da gehen wir mal vorbei. Aber ich glaube, an der oberen werden wir nicht so leicht vorbeikommen. Ah, da ist komische Hillenhunde oder sowas. Die können uns auch angreifen. Oder? Kommen wir hier durch? Ne, kommen wir nicht durch. We lost the upper hand. Okay, sauber, bloß einer. Den müssten wir eigentlich wegbashen können. Ein bisschen Heilung mitnehmen. Schauen wir, da kriegen wir die Kette noch durch. Okay, wir kriegen sie durch. Ja, jetzt können wir gar nichts machen. Oh, Tora, was ist da los? Was kann ich denn retten? Ich werde mal auf Ursula wechseln. Kann ich dir nicht aufhelfen? Na komm, wir gehen weiter. Nein, ich bin down. Oh, das fängt ja schon gut an, die Folge hier. Die haben wir komplett abgekratzt. Man, that was scary. Okay. Dann gehen wir hier mal, schauen wir, dass wir hier irgendwie vorbeikommen. Come out, come out. Flora heals an aching soul. Das war natürlich suboptimal, wenn die hier alle kommen.
Können wir die hier Stufe 20, 10, 11? Dann vielleicht mal erstmal die drei hier machen. Okay, bring it on. Ja! Okay, noch. Dann schauen wir hier irgendwie vorbeikommen. Okay. Gut, sieht doch schon mal gut aus, Leute. It's a new day, everyone. Das ist eine komische Kugel hier. Good morning, rise and shine. Boah, schon cool aus, hey. Arden. Just what we need. Riggs, any good with that anchor? Yeah, I get by. And that here. Now watch. I never thought of using it that way. The trick is to pull it taut at just the right moment. Now you try. Okay, Tipps des Abenteuers. Wendel hat dir eine neue Verwendungsart für deinen Anker gezeigt. Riggs kann seinen Ankerschuss jetzt verwenden, um Gegner umzuwerfen. Der Ankerschuss allein reicht jedoch nicht aus, um einen Feind umzuwerfen. Du musst ihn einsetzen, wenn der Gegner gerade schwankt. Hier beherrscht eine Technik, die den Gegner ins Schwanken bringt. Spare dir also deinen Ankerschuss so lange auf, bis diese Technik angewandt wird, okay? Ja, jetzt ist schwanken. Okay, jetzt kann ich den Ankerschuss nehmen. Durch eine Technik, die den Effekt angreifen besitzt, bevor die Leiste leer ist, startest du den Meister-Kombo. Schwanken, umwerfen, schleudern, schmettern. Boah. Kann man nie merken. Rex und seine Gefährten haben verschiedene Techniken, die für Meisterkombos eingesetzt werden können. Also liest dir die Beschreibungen gut durch. So, als allererstes solltest du nun aber den schwankenden Adon mit Hilfe eines Ankerschusses umwerfen. Let's go.
Archer. Double spinning edge. Taste the pain. Raging Mega Spark. Now let's show them what we're really made. Healing Halo. No one. Sword Bash. Aqua Break. Top of them. Eagle Eye! Muscle Uppercut! Good on you! Crush down! Sword Bash! Blind Spot! Muscle Slash! Aqua Break! Hyra, let's go! Rex, I'm with you! Burning Sword! Super! Top of them! And increase and retreat! Muscle Uppercut! Yeah! Muscle Slap! Make haste and retreat! Healing Muscle Halo. Uppercut! Nicely done! Double spinning edge! Klappt doch! Muscle Slap! Blind Spot! Gotcha. Good idea! Läuft, würde ich sagen. You got it after seeing it once. Not bad, kid. Listen up, kid. Drivers use arts, but that doesn't just mean using the powers your blade gives you. There are arts that use your own strength or take advantage of your enemies. There are all sorts. A driver's job is to be smart with his arts and protect his blade. Protect my blade? Yeah. It's a two-way thing, kid. You gotta be aware of the power coming out of her. Don't waste it. Channel it through your arts and protect her. If you can do that, then you're a true driver, kid. A true driver? I don't know. Am I ready? Course you are. That thing from before. Took me 5 years to learn that. 5 years? Yeah, but you saw it once, and then you aced it like it was nothing. And you got Nia and Tora in tow. Those guys are pretty handy. Kid, you got a bright future. I think I'm gonna spew. Biggie Pon has scary face, but he very nice. Suss me out, Furry Pon. Es gibt schon ganz schön viel Kampftechniken, muss ich sagen. Also auf was man alles achten muss eigentlich im Kampf, ist schon nicht wenig. Harmonieerfolg erzielt. Okay, dann gehen wir noch mal weiter. Come out, come out. Ich hoffe, dass wir hier richtig sind, aber es gibt, glaube ich, nur diesen einen Weg. Stufe 19. Wir können sie ja nicht angreifen, oder? Come out, come out! Ah, die sind die komische Blume dort. Aber die lasse ich jetzt erstmal. No! We lost the upper hand! Alter, was ist los? Ich bin tot. Thanks, Nia. Our emotions are in tune, right? You can count on me! My thoughts exactly! Get it fired up! Why not? This won't do!
Don't give up on me. Ha, let's go. Great. Watch it, look. I'm the man for the job. Our illusions are in tune, Rex. Yes, ma'am. My thoughts exactly. Cosmos, moving on. Dang. Können wir auf die Ursula wechseln? Vielleicht muss er noch mal einen durch. Das schaffen wir nicht mehr. Okay, ich glaube, wechseln wir auf Pyra. Aber wir können jetzt gleich mit der Ursula weitermachen. Können wir nicht aufheben? Boah, ich sterbe schon wieder, oder? Boah, heftig, ey. Boah, wenn wir schon wieder hier unten anfangen. Sag mal, können wir nicht da hochreisen? Schnellreise? Ah ne, das ist unten. Da haben wir noch keinen Punkt, da müssen wir komplett wieder unten durchrennen. Komm out, komm out! Heftig, man merkt schon, die Gegner sind schon, haben schon ganz schön in sich. Okay, das werden wir hinbekommen. Hoffe ich mal. Kann man hier die irgendwie umgehen? Oder dass sie mich gleich angreifen? Ja, geht.
Wir speichern jetzt hier auf jeden Fall mal. Stunden knapp schon Spielzeit, Wahnsinn. Okay, der Dicke hier ist down. Okay, der greift uns auf jeden Fall an. Na, wir kommen da nicht so einfach durch. Ja, der war mir klar. Und wir ziehen jetzt hier einfach mal durch. Okay. Das läuft, würde ich sagen. Wir speichern aber noch mal jetzt. Seelengipfel. Like I thought. Das war doch der Titan, mit dem wir auf Uriah gekommen sind, oder? Maybe this is the cause. Yeah. Sure looks like it. I'll hazard it wasn't death by old age either. Might have been an accident. On the other hand, it might have been attacked. What the fuck? What? Hey, look. Seems like this Titan dying off is stirred up something else. Ach du Scheiße. Okay, time to take you down. I picked the wrong one to mess with, mate. This won't do. Don't give up on me. Eagle Eye. Ha! Sure. Careful now. Good job. My thoughts exactly. I won't fight. Go. Was ist denn hier los überhaupt? Okay, ich wechsle gleich mal auf Ursula, dass wir einfach ein bisschen mehr Heilung kriegen hier. Defend you to the rest. Must be more careful.
impressed. Du kannst auch nicht ausweichen. Alter Schwede. Okay, mit der Technik umwerfen ging's dann schon. Also man muss da wirklich viel beachten. Ich muss auch ein bisschen schauen mit den mit den Kampfketten. The blade returned to its core. So that monster was in resonance with the blade. Tora cannot resonate. Stinky monster can resonate. Not fair. But Master Pawn have Poppy. Oh, Poppy. If a blade loses its driver, it winds up like this. So, is it like dead? Nah. The crystals start glowing again after a bit of time. Then a new driver can resonate with it. But... there's a but? Its memory will be totally zapped. It'll be reborn as a new blade. Won't okay. remember a thing. Yeah? That's pretty rough. To have all your past wiped out like that. But memories can be painful as well. They can be a terrible burden. And a blade can live forever, as long as the crystal exists. It's just as well. Eternity is a long time to collect bad memories. Pyra. I'm sorry. I was just thinking. Sometimes being able to forget is a blessing. Come on. Let's get finished up here. That's... a core crystal! What? Well, that's where they come from. Out of Titans. This one's brand new and ready to resonate. Like a big steak, right before you take that first bite. It'll probably end up buddying up with a bunch of drivers. Every time the driver dies, it'll forget everything and return to its core. Eventually, it'll resonate with a new driver. Drivers dying. Titans dying. The blade just keeps on living through it all. It's a never-ending cycle. An eternal history. As mortals, we'll never be able to understand. It's incredible. Okay, Titan ist tot. Also komplett wirklich weg. But Pyra already had a body when we found her. Could her old driver still be alive somewhere?
Perhaps. Mächtigen Kernkristall erhalten. Okay, wollen wir gleich mal resonieren. Klingen. Resonieren. Aber mit wem? Mir? Oder Rex? Die ist noch nicht verwendbar. Okay. Dann machen wir noch den seltenen. Und wir nehmen einmal den Empathieverstärker. Komm, wir nehmen zwei. Schauen wir mal, was rauskommt. Wieder so eine komische Klinge da. I'll lend you my strength. Sie hat Erde. Können wir noch gar keine drei, oder wie? Nee, dann lassen wir das. So, ich wollte noch mal schauen, können wir denn mit ihr schon was machen? Nee. Ah, okay. Sie hat schon ein bisschen was freigeschalten wieder. That's what you get if you keep at it. There is still much to learn. Ihr habt es immer noch nicht geschafft hier. I see, indeed. I grow. I feel I am learning. Analysis systems upgraded. New abilities, Poppy's skills have increased. Instrumente. Poppifikationen. Was haben wir denn? 1400. Hier können wir aber nichts machen. Wieder 6000. Dann müssen wir nochmal Tiger spielen. Hier hat sie nix. Okay, das haben wir gerade gemacht. Kann dir was ausrüsten? Okay, das haben wir auch gemacht. Hier kann man auf jeden Fall was machen. Okay. Klingenpartner, Harmonieringe. Ja. Job done. Ja. Job done. Training's paying off. Training's paying off. Training's paying off.
Okay, hier geht dann nochmal nichts mehr. Was kann er? 792. Wir können auf jeden Fall das hier freischalten. Nice one! Okay, 167, da wird nichts mehr gehen. Aber was könnte sie machen? 3000, gar nichts. Das können wir. Ne, 600, das reicht auch nicht. Sie hat 945 Poppy. Können wir auf jeden Fall den auch noch machen. Wow, wow! Okay. Das schaut doch schon mal nicht schlecht aus. So, und dann speichern wir auf jeden Fall nochmal gleich. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Schnellreise. Uraya. Okay, wir müssen hier runter. Platz der Tapferin. Gut, Leute, ich würde aber sagen, was am Platz der Tapferin ist, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest, wenn du ein bisschen Support da lässt. Würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wieder viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.